Dealerin sehen. Wer ist dein Dealer? Sag, wer ist dein Dealer? Wer ist dein Dealer? Sag, wer ist dein Dealer? What's up, Skateboarder? Herzlich willkommen zu dieser neuen Board-Review. Allererstes Mal, dass ich ein Anti-Hero-Board versuchen werde. Und das ist auf jeden Fall ein cooler Augenblick für mich, denn das ist das, warum ich das Skateboarding liebe und warum ich halt genau das gewählt habe zu machen in meinem Leben. Ich finde die ganzen Brands, die wir haben, sehr, sehr geil. Und ich habe sie noch nicht alle gefahren. Und das ist auf jeden Fall meine Aufgabe des Lebens hier. Alle Brands, die es gibt, auf jeden Fall auszuprobieren, auszutesten, um zu wissen, wie geil fühlt sich das an. Und heute fahren wir Anti-Hero. Here we go. Passendes Grip gesprayt von StayOG. Jetzt natürlich das Board dran machen. Sticker war drin und ja, ich würde sagen, here we go. So, right here. Erstes Mal ist auf dem Board. Shape, erster Augenblick, gefällt auf jeden Fall. Es fühlt sich nur ein bisschen an, als ob das Board kürzer wäre. Das ist das Erste, was ich auf jeden Fall ein bisschen, glaube ich, merke. Das Board ist ein bisschen kürzer. Oh, okay, das ist krass. Also, Detail. Es ist etwas flacher. Ich finde, das wirkt nicht wie ein Mid-Concave, sondern wie ein Low-Concave. Es ist auf jeden Fall flacher. Ja, Mann, die Tail ist viel flacher. Das fühlt sich viel, viel flacher an. Viel, viel flacher. Ich muss sagen, irgendwie sehen nur die Heelflips aus, ob die geil wären. Aber wir müssen erst die Drehflip machen, natürlich. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, oder? So. Kriege ich jetzt hin? Boah! Damn! Ey, es flippt sich anders. Es ist ein anderes Shape. Wenn man ein anderes Shape hat, dann fühlt sich schon anders an. Deswegen, wir stehen hier. Aha, jetzt kommt. Ah, jetzt habe ich gemerkt. Okay, die Tail ist viel, viel flacher. Wenn die Tail flach heißt, heißt, man muss viel später ziehen. Wenn du die Tail etwas höher ist, dann geht es direkt hoch. Hier musstest du ein bisschen später machen. Die Hitze knallt rein auf jeden Fall. Oh, yes! Ganz anders als gedacht. Boah, ja, Mann. Geiles Ding. So, jetzt mal ein Nolly Heel. Das Board sieht aus wie Nolly Heel geil. Ja. Oh ja, oh ja, das fühlt sich geil an. Aufgefallen ist. Das Ganze wird natürlich jedes Mal verglichen, eigentlich natürlich durch die vorherigen Boards, die ich geskatet bin. Natürlich vergleiche ich sehr viel, was ich von meinen Boards fahre. Deswegen als allererstes Middle Concave. Ne? Ich würde behaupten, es ist Low. Low heißt für mich, dass auf jeden Fall, wenn ich hier so auf die Tail gehe, also das habe ich direkt gemerkt, ne? Bei den allerersten Drehflips, also wo wir noch direkt das Board dran gemacht haben und die ersten Drehflips gemacht haben, habt ihr gesehen, dass ich hier nicht direkt machen konnte, weil mir hier ein bisschen Platz gefehlt hat. Das Board ist definitiv etwas kürzer als meine Boards. Deswegen ist auch die Wheelbase wahrscheinlich etwas kürzer. Aber was mir direkt gefallen hat, waren neue Heelflips. Warum auch immer, war dann direkt neue Heelflip richtig geil. Direkt First Try in der Hip in der Mini-Rampe gemacht. Und naja, es hat so 10, 20 Minuten gedauert, bis ich mich auf das Board eingefahren habe, weil einfach das Concave komplett anders ist. Also ich muss auch sagen, ich kenne kein Board, was ich so geskatet bin, was ich wiedergeben könnte, dass das so ähnlich ist. Ich würde, wenn ich so die Augen verschlossen hätte und man würde mir sagen, hey, was ist das für ein Board, dann würde ich DGK sagen. Es ist so ein bisschen ähnlich, aber nicht natürlich ganz 1:1. Ne? Ich hätte also tendiert zu DGK, weil es einfach so ein bisschen mit der Tail und dass das ein bisschen flacher ist, ne? Also viel, viel mehr Low, dass diese Concave hier viel flacher ist, dass es wirklich hier von hier oben zu der Tail
einfach ein anderes Gefühl ist. Also das war auf jeden Fall das Erste, was man gemerkt hat, ne? Dass auf jeden Fall viel flacher ist. Ne? Das ist so auf jeden Fall. Sonst, muss ich sagen, habe ich mich ziemlich schnell daran gewöhnt und ziemlich schnell Genuss daran gefunden, das zu skaten. Der Kickflip über die Hip hat sich richtig geil angefühlt. Wenn du gut skaten kannst, dann am Ende des Tages ist eh, wie gesagt, nach so 10, 15 Minuten habe ich gefühlt das Board. Ne? Es hat ein bisschen was gebraucht. Das Geile an Skaten, dass die Boards und die Shapes immer unterschiedlich sind. Und somit muss man auch selber ein bisschen rausfinden, was gefällt einem nicht. Denn man weiß es vorher nie. Und definitiv kann man natürlich, sage ich auch so, das war jetzt für mich auf jeden Fall was ganz anderes. Ich muss sagen, ich finde es geil, die Nollie Heel Flips klappen damit geil. Drehflips habe ich viel, viel höher machen müssen als normalerweise, damit er bei mir funktioniert. Dann, was habe ich noch gemacht? Kickflip kam krass über die Hip auf jeden Fall. Das war ein geiler Augenblick, Kickflip zu machen. Hat sich sehr, sehr gut angefühlt. Du fühlst das, indem du das skatest. Du merkst direkt, dass du deine Füße, also eine andere Fußstellung brauchst du ein bisschen. Du merkst, dass du 2 cm nach links wieder gehst, 2 cm nach rechts. Also man merkt so direkt natürlich, dass du ein bisschen das Ganze veränderst und du passt dich deinem Board an. Also das auch so. Ich fahre mittlerweile halt so gut natürlich, nach 23 Jahren Skaten, klar fahre ich so gut, dass ich es ganz anders fühle und somit kann ich so das bisschen anpassen. Ich passe mich dem Board an und mache dann die Fußstellung etwas anders, damit es funktioniert auf dem Board. Aber mit einem, wie gesagt, mit ein paar kleinen Versuchen merkst du direkt, okay, ich muss den Nollie Heel Flip so machen, okay, hier bei Nollie Frontside Heel kann ich viel, viel mehr reindrücken. Also es ist halt so, dass man, ich würde sagen, hier ist irgendwie so Make on Cave, aber die Nose und die Tail sind so tiefer. Also versteht ihr, wie ich das mache? Das Flat zwischen Schrauben und das, wo das Concave anfängt. Ja, genau, das ist hier. Also zwischen von der einen Achse zu der anderen Achse, das ist die Wheelbase. Ja. Scheint kürzer zu sein und generell das Board an sich scheint auch kürzer zu sein. Deswegen auf jeden Fall, was das Zweite, was mir aufgefallen ist, dass irgendwie hier so, das ist flacher, das ist fast so eben miteinander. Ne? Deswegen würde ich sagen, das ist so irgendwie so low. Und das fühlt sich so wie so ein Lowrider an auf jeden Fall. Ich mag es, dass die Tail ein bisschen höher ist. Ne? Nicht so hoch wie so high, das gefällt mir auch nicht, aber so ein bisschen. Hier ist es definitiv weniger. Das ist auf jeden Fall direkt aufgefallen. Das war auch krass, dass direkt die ersten Tricks, ich war so, wow, das fühlt sich ganz anders an das Board. Normalerweise, was hatte ich letztens? Ich habe letztens das Video habe ich ja Crooked gemacht, Crooked Skateboards. Da fand ich fast gar keine Veränderung. Da habe ich das fast gefühlt, so, da gab es für mich keinen einzigen Augenblick, wo ich so dachte, oh, das fühlt sich jetzt anders an, als ich gewohnt bin. Deswegen, das war dort mit. Das würde ich sagen, ist Low Concave und ganz anders zu fahren. Welche Breite? Das Board ist gerade ein 7,8er. Ich fahre so 7,7, ich fahre so 7,5, 7,6, 7,7, 7,8. 8er fahre ich auch. Ich habe eigentlich so alle Setups, ich habe auch 8,2er Setup, deswegen am Ende des Tages, ich fahre alles. Aber gerade das hier ist ein 7,8er. Ja, probiert es aus. Auf jeden Fall klare Empfehlung. Natürlich, weil es ist sowieso eins der krassesten Brands. Anti-Hero ist aus dem Hause von Deluxe Distribution. Das heißt, die sind auch mit Real Skateboards am Start. Und ja, Thunder Trucks, Spitfire Wheels, Venture Trucks. Da ist sowieso eigentlich hier voll die Deluxe Distribution hier mit den Achsen. Mit dem Board ist das auf jeden Fall eine geile Mischung. Müsste ich mir noch Spitfire drauf machen. Dann ist fast die ganze Deluxe Distribution, San Francisco Styles, Richter Downhill ist auf jeden Fall saftig. Ich muss sagen, ich kann mir fast gar keine Meinungen bilden, weil ich probiere etwas aus und finde mich dem zurecht. Ne? Ich finde halt so, man kann halt gut fahren und irgendwann kannst du alles fahren. Natürlich ist das ein bisschen unangenehmer oder angenehmer, etwas zu skaten, weil natürlich du dich einfach nur dran gewöhnt hast. Ne? Würde ich jetzt den ganzen Tag nur Anti-Heroes fahren, würde ich natürlich irgendwann nur noch Anti-Hero geil finden und fahren. Ne? Am Ende des Tages sowieso krasse Geschmackssache und einfach mal selber ausprobieren und selber fahren. Auf jeden Fall klare Empfehlung natürlich von mir, deswegen geht da hin, www.ogsketcher.de, holt euch ein Board, natürlich Griptape ist for free mit dabei. Das hier habe ich natürlich extra jetzt für mich gesprayt, das heißt, das müsst ihr extra bestellen, aber natürlich ogsketcher Griptapes gibt es immer auf Nacken von mir mit dabei. Deswegen checkt das ab. OG Distribution, das heißt also für euch alle da draußen, die irgendwie ein eigenes Brand haben oder eins machen wollen oder ihr habt einen Laden oder wie auch immer, ihr wollt auf jeden Fall Boards bedrucken oder sonst was, was ihr bedrucken wollt im Skateboarding ist, wir sind am Start. Meldet euch bei uns. Bei den Boards fängt das circa bei 50 Boards an. Da bedrucken wir jetzt Boards, also 1, 2, 3, 4, 5 Boards, also so kleine Mengen bedrucken wir jetzt gar nicht. Es geht wirklich ab 50 los und dann natürlich auf Anfrage. Je mehr man bestellt, desto günstiger ist natürlich der Preis, welche Farbe man will und so weiter und so weiter. Also wie gesagt, da müsst ihr einfach ein Angebot anfragen. Werdet natürlich eine E-Mail-Adresse hier unten drunter einfach knallen. Da könnt ihr gerne alle Anfragen stellen, was ihr haben wollt oder wie es aussehen soll oder was möglich wäre. Und dann checken wir ab, weil wie das Ganze dann aussehen soll. Zum Beispiel auch hier mit sowas wie mit einem Sticker hier in der Folie dahinter und so ein Quatsch. Das können wir natürlich dann alles beim Angebot alles abchecken zusammen, wie ihr das gerne hättet. Nein, sag mir, wer ist ein Dealer? Offen so smakelig, manche sind Dealer. Hast du es noch nicht gehört in der City? Zwei sind tot, ich muss hustlen, you will be. No Stripe, Drehflip, 50-50, Digga, rede nicht. Sag mir, wer ist ein Dealer? Ey,
sag mir, wer ist dein Dealer? Yeah. Ich häng mit OG dem Pro.